Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines. Ich warte immer noch, dass das hier gleich... Naja, wir haben im Moment, machen wir nicht so viel Geld. Das ist das Problemsche. Wir machen im Moment ein bisschen zu wenig Geld. So, das heißt, wir preschen jetzt hier gleich mal nochmal rüber wie die Luzi. Bresche, 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 bresche. Bresche, bresche, bresche. Hui, so, hier ansiedeln. Wer will da nicht? Wer hat schon mal? Jetzt dürft ihr wieder. Haha. So, zack, 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 zack. Eigentlich können wir hier die Reihe schon durchziehen. Wenn dann halt ein, zwei Häuser mal drauf gehen, ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache im Gesamten mehrt es sich. Und das hat auch auf jeden Fall ganz gut den Bedarf gedeckt. Das sieht man schon. Das ist erfreulich. Und Ringelpieps muss dementsprechend ja auch noch gleich ausgebaut werden, weil Ringelpieps ist ja doch inzwischen etwas großflächiger. So, das hier ist jetzt Ringelpieps. Ja, kommt hin. Was, du meckerst, dass du keinen Strom hast? Hier neben ist die Stromleitung, du Napp. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Das ist ja wohl mal ein schlechter Witz, oder? Ich krieg keinen Strom, ich krieg keinen Strom. Da ist die Hochspannungsleitung. Da kannst du ein Kabel rüberwuppen. So, bitte geht doch. Junge, Junge, Junge. So, zack. Ah, hier müssen wir die Straße vielleicht dann doch nochmal aufwerten, sogar zukünftig. Müssen wir nochmal gucken. So, 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 so. Jawoll! Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es auch mal hin, dass wir hier die Überspannungsleitung dann vielleicht sogar raushauen können. Weil theoretisch, wenn sich das mal verbunden hat, können wir. Wenn sich das mal verbindet, ne, dann ist hier aber... Ist ja dann, ne? So, zack, 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 zack. Da ist hier aber Jahrmarkt. So, la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 , tralalalalala. Ein bisschen großflächige Wohnungsgebiete müssen wir natürlich auch noch anlegen. Sprich, unsere Stadt muss wachsen. Aber erstmal sorgt das hier ordentlich Nachschub. Ich hoffe, die kriegen es hin, dass das hier schnell verbunden ist. Wie gesagt, dann können wir die Spannungsleitung hier vielleicht so ansatzweise rauskicken. Hier verfällt leider immer mehr. Das gefällt mir gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Verbindung hier rüber, glaube ich zumindest. Rüber. So, da haben wir Bus. Da haben wir noch gar nichts groß. Echt? Da haben wir, in dem ganzen Gebiet haben wir noch keine großartigen Verbindungen gemacht. Sträflich! So, keine Ahnung. So. Gucken wir mal. Das soll erstmal... zack. Zack. Na komm. Nein, nein, nein. Ja, so da, 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 da. Ja, cool. Da kann er von mir aus hinsetzen. Nö, warum macht er hier so ein nettes Kurvengebiet? So. Kili Dokili. Jetzt müssen wir mal gucken, wo fahren wir von dort aus denn mal hin? Ist ja relativ egal, das wird hier so eine Großraumlinie. Quer durch die durch das Industriegebiet hier. So, Klang. Oh, das scheint echt gut was gebracht zu haben. Das hat, glaube ich, echt was gebracht. Ich weiß noch gar nicht, ob wir mit einem Depot... Wo sind denn unsere Busdepots? So, was ist du? Da, ne? Ne, das ist Born. Das ist, glaube ich, ein Busch.
Da haben wir auch noch eins und da haben wir eins. 14 Busse in Verwendung. Ist schon nicht wenig. 39. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal ein Depot bauen. Vielleicht sogar hier neben, dann, wenn wir es mal so weit sind. Oder vielleicht auch hier einfach nochmal irgendwo eins hinsetzen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ich hoffe, dass die ganzen abgerissenen Gebäude hier... Ja, im Moment ist kein... Ist die Nachfrage nach Industrie wieder weg. Wir müssen also mehr... Für mehr Einwohner sorgen. Ah, hier sieht's gut aus. Das könnte doch schon... Ja, das sieht gut aus, sieht das. Trotz allem müssen wir die, glaube ich, hier immer noch bewahren. Wir müssen mal warten, bis er hier hinten ist. Wenn sich das dann verknüpft, dann rupfe ich die mal weg. Und da brennt's, es brennt schon wieder! Tatüla, da, die Feuerwehr ist nicht da. Wenn wir gerade bei Feuerwehr sind, wie sieht's hier eigentlich ver... Ja, doch, eigentlich müsste es gut abgedeckt sein. Wir machen dann vielleicht trotzdem nochmal hier irgendwo hier oben so ein großes Headquarter hin. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Wie sah das jetzt eigentlich hier feuerwehrmäßig? Da oben habe ich eins. Beim Bähnhöfsche ist... Hier sind sogar mehrere noch. Hier unten müsste vielleicht auch nochmal eine hin. Einfach so aus vorbeugender Sicht. Denn wer weiß, was hier noch hinkommt. Nicht, dass es hier mal abfackelt. Das wäre teuer. Und eigentlich könnten wir das gleiche hier schon mal hinsetzen. Was ich aber noch abändern möchte. Wasser und Strom. Wasser und Strom. Wasser, Wasser, Wasser und Strom. Ja, tut mir leid. Hier, Hafengelände. Machen wir mal hier. Zack, 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 zack. Hoppala, das nicht. So, schön Bürogebäude. Zack und zack. Damit ist das schon mal angeschlossen. Und Wasser kriegen wir doch auch noch hin. Was wäre aber denn, wenn wir hier kein Wasser hätten? So, Wasser. Morsch. Denn hier soll ja eh das neue Industriegebiet hinkommen. Und dann passt das hier doch schon mal ganz gut. Strom haben sie jetzt. Wie gesagt, wenn das hier so ein bisschen rumverbindet... Wie sieht's hier jetzt? Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, komm, weg mit dir. Weg mit dir und weg mit dir. Das müssen wir, glaube ich, noch lassen. So, das lassen wir nochmal. Ja, Problem ist, das ist ja theoretisch auch Industrie. So, im Moment haben wir aber ja nach dem hier wieder ein bisschen Nachfrage. Können wir aber an sich auch hier hinsetzen, ne? So. Wird zwar zwischenzeitlich dann nochmal was rausgerissen werden, müssen wir aber hier noch weitergehen. Wo ich dann vielleicht einfach hier so und dann von dort aus noch eine Verteilung reinmache. Dann schöne Buslinien. Das müssen wir dann nochmal schauen, wie das genau vonstatten gehen wird. Aber so kriegen wir das hier vielleicht fast sogar überbrückt mit unserem Strom. Da haben wir jetzt zum Beispiel Strom, ne? Das heißt, ja, das sieht gut aus. Hier läuft's, da ist gerade echt Bedarf, das läuft. Das lüft, so. Machen wir hier eiskalt noch die mit hin. Hier mit der kleinen engen Spur ist ja auch so schön, ne? Das hätte ich anders lösen sollen, aber naja, gut. Das haben wir dann zum Glück bei dem anderen Hafen besser hingekriegt. Aber das sieht gut aus. Das gefällt. Wie gesagt, wenn sich das hier jetzt noch verbindet, dann bin ich happy. Dann können wir hier, wie gesagt, mal kurzerhand was rausreißen. Ja, da ist sie. So, jetzt kurz geguckt. Flum, 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 flum. Achso, da steht schon Gebäude, deswegen. So, so, so. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, 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 weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, geht's, geht's. Polizei könnte man hier natürlich auch mal gebrauchen und einen Krankenwagen natürlich, ne? Da schreien sie gerade nach Wasser. Ja, das ist mir klar. So.
Policia. Noch einen netten, freundlichen Arzt von nebenan. Sorry, muss da kurz was weichen. Ja, komm, machen wir mal weiter so mit der Methodik hier. Wumm. Nein. Oh, ja. Ich weiß nicht, reicht das? Ja. Sehr schön. So, und hier... Ah, wenn der Nupsi da noch, ne? Wenn ich jetzt mal kurz auf Pause gehe und sage, ich reiß das ab. Gehe dann hier hin und sage, bitte Wohngebiet. Könnte das klappen? So, bis dahin, weiter möchte ich es nicht ziehen im Moment. Das könnte klappen. Wenn es jetzt schwurtig macht. Auf jeden Fall können wir dann hier gleich ganz viel einsparen. Da kommt's, da kommt's. D'accord, d'accord. Wer, Wasser fehlt hier noch? Und Rems. Und Rems, so ist das wenigstens einmal schon mal komplett abgedeckelt. Sehr gut. So, das ist angeschlossen. Ja, wir machen jetzt mal hier, ne? Dafür sogar extra kurz Pause. Strombauliche Änderungsmaßnahmen. Und sagen jetzt hier einfach mal vielen Dank und Überspannung. Na komm. Zack. Zack. Den war doof gesetzt, finde ich. Ja. Sturm. So, wir brauchen mehr Wohngebiete, sehe ich. Nach wie vor immer noch sehr hoch im Kommen und gefragt. Wohngebiete. Ja, passt noch recht gut hin. Sehr gut. So. Zack, 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 zack. So, dann machen wir hier noch so ein bisschen was Kleines hin. Sehr schön. Sehr schön. Das ist fein. Wasser, apropos Wasser, wie sieht es eigentlich im Gesamten mit... Oh, ja. Wir müssen vielleicht auch noch mal so ein kleines bisschen aufrüsten. Wir brauchen noch ein neues Abwasser. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Wenn wir schon mal dabei sind, machen wir gleich zwei. Und dann auch noch ein bisschen Frischwasser, wenn wir es uns wieder leisten können. Ah, schön. So. Kling, kling, kling. So, Frischwasser. Ja, komm. Zack. Einen möchte ich noch haben und dann sollte es mir auch erstmal wieder reichen hiervon. Ah, Kaffee, Kaffee kalt. Ja, Kaffee kalt. Nicht Kaffee hart, Kaffee kalt. Ah, lecker. Ein Genuss. Haha, hat geklappt. So, auch angeschlossen. So, das ist auch wieder schön. Was? Irgendwo? Ein Gebäude ist abgebrannt. Oh nein, nicht schon wieder. Alles lernt unsere Feuerwehr, glaube ich, nicht mehr, ne? Nicht nur eins, da ist noch eins abgefackelt. Das lernt unsere Feuerwehr nimmer mehr. Ist da noch eins? Das kann man nicht. Und da brennt es gerade. Drei Fahrzeuge, ja. Gelöscht. Naja, das haben sie gerade noch so retten können. Ja, ja, ja.
hier ist immer noch so ein bisschen Verkehrschaos, aber geht eigentlich. Oh! Hier ist etwas schlimmer. Hier ist deutlich schlimmer. Die wollen alle zur Autobahn oder was? Ist doch hier so krieg, einfach mal eine quer rüber machen. Nee, die wollen ja alle ins dieses Gebiet hinein. Ach, guck mal, einer schau. Da arbeiten sie wohl. Es wäre, also ganz ehrlich, wenn ich wüsste, dass jeden Morgen hier so ein Stau ist, dann würde ich einfach, ja, einfach, was noch nicht geht, aber was gleich gehen wird, würde ich mich einfach hier so rüberfahren. Das geht ja noch nicht. Aber jetzt. Aber ganz ehrlich, bevor ich da stundenlang im Stau stehe, fahre ich einfach diese Strecke und spare einen Haufen Zeit. Also Intelligenz ist das Spiel halt, glaube ich, nicht. Oder zumindest tut es so, als wäre es nicht so intelligent. Und hier ist schon wieder so viel verfallen. Was machen unsere Nahverkehrsmittel und Fernverkehrsmittel? Gute Buslinie. Hier müssen wir auch nochmal eine Buslinie irgendwie irgendwie machen. Was ist das denn da, hä? Palmenriese. Gebäude gering besiedelten Wohngebiet. Hä? Der Boden riecht wert. Wollt ihr mich trollern hier oder was? Ja, meine Güte, müssen wir mit dem mal ein bisschen verbessern. Hier gibt es noch einen schönen kleinen Park hier irgendwo hin. Klein vor allem. Wenn ich es mir leisten könnte, dann leisten kann ich es mir eigentlich sogar. Ah, da ist es. So, naja, da geht er schon mal ein bisschen besser. Das hätte ich mir gewünscht, dass nur eins... Da brennt es gerade. Das kann ich natürlich dementsprechend auch nicht wegplanieren. Ah ja, Bodenrichtwert, Bodenrichtwert. Mama, 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 Mama. Bäh, so, da. Keine Ahnung, hier nochmal so ein. Oh, der ist ein bisschen böse. Keine Ahnung, kriege ich hier noch irgendwo einen? Da hier zum Beispiel? Ja, okay, da müssen die beide weichen. Dann nehmen wir hier doch nochmal den da. Na, dann nehmen wir doch lieber den. Etwas zufriedener sind sie. Zwar immer noch nicht viel, da ist der Bodenrichtwert katastrophal. Hier ist es teils, teils, ne? Teils, 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 teils Katastrophe. Da können wir nochmal bestimmt einen schönen großen dran setzen. Wie ist der denn so? Ah, dann kann ich auch gleich den Großen hier hinsemmeln und die komplette Ecke park machen. So! Und da hat gerade kein Strom. Ja, wollte gerade sagen, will mich aber trollern hier, oder was? Wie sieht's hier aus? Kein Platz, er muss entleert werden. Mann! Ist hier irgendwas? Da muss ich auch mal ab und zu drauf achten. Jetzt jammern sie alle über den Bodenrichtwert. Mann, du Mila! Mehr machen sie nicht. Mehr. So, mal kurz gucken. Gesundheit sieht gut aus. Feuerwehr sieht weitestgehend gut aus. Polizei sieht eigentlich auch gut aus. Bildungsmäßig geht. Hier oben ist Bildung noch so ein bisschen schlecht, ne? Ja. Dann müssen wir hier vielleicht nochmal so neben dem Park... Sorry! Aber ihr wollt ja unbedingt eine Schule haben, ne? Da sieht schon ganz... ganz viel böse aus. Müssen wir gleich gucken, wo wir die noch hinsemmeln wieder. Hier vielleicht. 24.000 habe ich eh nicht. Dann mal lieber noch eine schöne Buslinie jetzt erst nochmal. Die ist wenigstens besser und billiger.
keine Ahnung. Wie machen wir denn die mal am geschicktesten? Zack. So. 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 Ja, da müssen wir eigentlich schon wieder zurückkommen. Können natürlich hier noch und da noch. Sind die auf jeden Fall schon mal angeschlossen. Und vielleicht hier mal zum Industriegebiet rüber auch noch mal eine machen. Das wäre vielleicht auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Sondern hier sagt, so da starten. Da. Da. Dorde. Dorde. So. Und hier. Zack. So. So. Und so. Das freut, das hebt den Richtwert. Und hier müssen wir vielleicht auch nochmal einen generell durchziehen. Da müssen wir vielleicht auch noch ganz anders was herziehen. U-Bahn fehlt nämlich hier auch noch. Und was fehlt, ist die Folgenende. Aber das mache ich jetzt hier noch kurz fertig. Und dann sage ich, verabschiede ich mich erstmal wieder. Dann habe ich mir erstmal wieder einiges aufgenommen. Für dieses tolle, tolle Projekt. Zack. Und ja. Nein! So. Überall Büsse, Büsse unterwegs. Bus, 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 Bus. Ja, hier fehlt, wie gesagt, noch so eine U-Bahn-Verbindung hin und her. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir das am besten machen. Oh, da wird gejammert. Wir haben keinen Strom, wir haben keinen Strom, wir haben keinen Strom. Mensch, wie konnte das denn passieren? Ach so, deswegen konnte das passieren. Okay. Irgendwas für die Touristen vielleicht mal hingesetzt, wenn wir es uns leisten können. Statue des Wohlstands hier direkt, wenn sie hier ins Gebiet kommen. Ja, komm, hier, da. Und ist bereits belegt. Wumm. Willst du mich versimmeln? Ja, da irgendwas. Ach, da ist die U-Bahn. Da ist die U-Bahn schon. Aber was ist denn hier noch im Weg? Na, dann setzen wir so da hin, ne? So. Dann müssen wir hier nur mal kurz gucken wegen Los Stromos. Das könnte klappen. Komm, komm, komm. Ah, Mensch, das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. So ein bisschen. Mann. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt am besten regeln. Nein, nicht die Bäume abreißen, Strommasten. So, wir bleiben. Na, die hätte ich auch theoretisch lassen können. Zack. So, jetzt ist Strom da. Na komm, normalerweise dürftest du jetzt aber nicht mehr ärmern. Da ist Strom. So, geht doch. Na bitte. Und immer noch Mangel an Wohngebieten. Das müssen wir echt mal beheben. Da muss ich jetzt dann doch nochmal ganz schnell. Weil wahrscheinlich denke ich sonst nicht dran. Oh, machen wir hier einfach mal. Mal gucken. Mal gucken. So, nein, halt, stopp. Erstmal den da. Joa.
Hier muss ja jetzt nicht so ultradicht gesiedelt werden. Das könnte schon locker reichen. Oh, so ein bisschen. Ja, doch, das ist in Ordnung. Das finde ich gut. So kann es sein. Haben wir noch ein bisschen Grünfläche zwischen. Hier auch noch. Können wir hier noch so eine Querverbindung machen. Und da werden wir dann noch ansiedeln, nämlich dieses hier. Flumm! Zack, zack. Ja, guck mal, das war so. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und dann können sie sich hier erstmal so ein bisschen ausbreiten. Wunderschön. Und die Folge ist auch wieder hoffnungslos überzogen. Da stehen sie auch schon wieder Schlange. Hier ist immer noch Open End. Open End. Mal gucken, wo wir das überhaupt mal hinbauen. Können wir eigentlich mal so nach hier und dann hier irgendwie noch so da vielleicht noch mit dran. Müssen wir mal gucken, ob jemand das hinkriegt. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall nochmal wieder Zuwachs. Wunderbar. Und gehen jetzt langsam wieder in die Richtung finalem Ziel der Season hier. Zumindest hier für dieses Projekt. Hier ist immer noch Katastrophe. Wahrscheinlich, weil sie einfach nicht genug Arbeiter haben. Weil hier wahrscheinlich nicht genug Arbeiter sind. Weil wir hier vielleicht noch irgendwo ein Wohngebiet hinsammeln müssten. Ein größeres. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das noch mache. Ach, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich baue jetzt noch eine Folge rein. Bis gleich. Tschüss.